Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Frau Farbenfroh. Mein Name ist Sophia vom Kanal Sophias Mami Blog und hier unten findet ihr den Link zu meinem Kanal. Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch einfach mal vorbei und ich würde mich freuen, wenn ich euch dort wiedersehe. Also viel Spaß beim nächsten Video. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Schwangerschaftsupdate, meinem Update zur 26. Schwangerschaftswoche. Ich hatte mir für dieses Video ein ganz anderes, also nicht ein ganz anderes Thema. Ich hatte mir das Thema gesetzt, mit euch über den Sport zu sprechen, den ich in der Schwangerschaft mache. Dann kam plötzlich alles ganz, ganz anders. Aber das muss ich der Reihenfolge nach erzählen. Aber erstmal, bevor wir zu dem eigentlichen Thema dieses Videos kommen, dachte ich, erzähle ich euch so ein bisschen was, was mir in dieser 26. Schwangerschaftswoche so ein bisschen aufgefallen ist. Und zwar ist da zum einen der Punkt, dass mir meine Beine unglaublich wehtun. Also nicht so krampfartig, sondern, also man kennt ja diesen Krampfschmerz und den habe ich halt nicht kurzweilig, sondern halt über einen längeren Zeitraum und zwar im Bett. Das kommt dann irgendwann so früh morgens, dass mir dann die Waden richtig, richtig doll wehtun und da kann ich machen, was ich will. Also man kennt das ja, dass man dann die Zehen so anzieht und so, wenn man einen Krampf hat, das hilft alles nicht. Mir hilft es wirklich nur, aufzustehen, ein bisschen, nicht nur ein bisschen, also ich muss schon eine ganze Weile auch rumlaufen, ehe das dann besser wird. Also das kenne ich zum Beispiel von Vince gar nicht. Da hatte ich eher das Problem, dass ich dann Krämpfe bekommen habe, gerade zum Ende hin. Aber da weiß man, das ist nach ein paar Sekunden vorbei, ja. Aber diese Schmerzen, die können minutenlang andauern. Das ist wirklich sehr, 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 sehr unangenehm. So an sich schlafe ich eigentlich noch recht gut. Ich habe halt manchmal, dass ich halt irgendwelche wie wirres Zeug träume oder auch Albträume habe. Das ist aber okay. Aber so schlafe ich erstaunlich gut. Bei Vince habe ich wesentlich schlechter geschlafen. Ich wache eigentlich nur auf, weil ich auf Toilette muss. Auf Toilette muss ich jetzt ständig. Das Kind liegt in dieser Woche, also es liegt ja sowieso immer sehr, 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 sehr tief. Bei Vince hatte ich um die Zeit schon lange, lange arge Probleme mit dem Sodbrennen. Ich hatte jetzt das Sodbrennen, was ich bis jetzt hatte, das konnte ich an 5 Fingern ungefähr abzählen und auch nur ganz, ganz leicht, da hilft ein Glas Milch trinken und dann ist auch wieder gut bei mir. Das war bei Vince wesentlich schlimmer, da habe ich ja dann auch Renny und so regelmäßig genommen. Aber mein Kind liegt ja einfach sehr, sehr tief, deswegen hängt mein Bauch auch so tief und irgendwie liegt es gerade total auf meiner Blase. Also nachts muss ich so 2-3 Mal auf jeden Fall raus. Und wenn wir halt so unterwegs sind, ist es halt so umständlich, weil ich muss wirklich halbstündig auf Toilette und es nervt einfach natürlich. Es ist auch manchmal ja schwierig natürlich dann umzusetzen. Und ja, das war es eigentlich so, was mir in dieser Woche aufgefallen ist. Ich wollte euch gerne dann noch meinen Babybauch zeigen zum Ende des Videos hin. Ich bin jetzt bei 111 cm Bauchumfang. Ich wollte mal gucken, bei Vince war es nicht ganz so viel, glaube ich. Ich wollte das mal vergleichen. Mache ich demnächst mal, dass ich im Mutterpass mal nachgucke. Da wurde ja auch mein Bauchumfang schon von der Ärztin ausgemessen. Jetzt mache ich es ja einfach selber so für mich, um mal halt einfach zu vergleichen. Bei Vince war der, glaube ich, um die Zeit noch nicht so groß. Bei Vince saß er halt auch wesentlich höher. Und das macht auch schon mal optisch einen ganz, ganz anderen Eindruck. Und auch, es ist auch nicht so umständlich. Also ich habe jetzt mega Schwierigkeiten, mit zum Beispiel die Schuhe anzuziehen oder mich nach Sachen zu bücken, weil halt einfach der Bauch auch schon so, so tief hängt. Kommen wir aber zum eigentlichen Thema, was ich mir für diese Woche gesetzt hatte. Wie gesagt, ich wollte mit euch über das Thema Sport reden, weil ich so die letzte Woche ganz, ganz intensiv mich mit dem Thema beschäftigt habe. Also ich habe angefangen auf YouTube nach Videos Sport in der Schwangerschaft zu suchen und habe immer so ein bisschen reingeguckt, ob mir die Frauen, die das machen, halt irgendwo auch sympathisch sind. Ich hatte halt zum Beispiel auch einen Kanal gefunden, wo ich, manchmal ist das halt einfach so, dass man die Stimme der Person einfach nicht hören kann und dann kann ich zu dem Video auch keinen Sport machen. Und habe mir dann halt so eine Playlist erstellt und habe dann immer mal wieder, was heißt immer mal wieder, also jeden Tag ein so ein Video gemacht und habe dann für mich entschieden, bleibt es in der Playlist drin, ist es gut oder fliegt es wieder raus, weil ich halt die Übung entweder nicht mehr machen kann, weil mir dann doch die Person unsympathisch war, irgendwas war halt der Grund, warum das Video dann aus der Playlist rausfiel. Und dann hatte ich so eine kleine, feine Playlist und hatte auch eigentlich einen Trainingsplan, würde ich es jetzt mal so sagen. Hängen geblieben bin ich nämlich auf
dem Pilates-Video, was ich euch vor ein paar Wochen schon mal in die Infobox verlinkt habe. Das verlinke ich euch auch jetzt wieder unten. Das ist aber einfach, es ist nicht um abzunehmen oder die körperliche Ausbreitung einzudämmen, sondern dieses Pilates-Programm ist wirklich mega entspannend. Man dehnt sich so ein bisschen, merkt man erstmal, wie verspannt man in einigen Körperregionen doch ist. Das mache ich halt einfach gerne zur Entspannung. Und dann bin ich auf dem Kanal von Fitnessmutti hängen geblieben. Elke heißt sie, glaube ich. Und sie hat diese Videos gedreht, während sie selber schwanger war, was ich schon mal sehr, sehr gut finde. Ich finde es zum einen sehr sympathisch, zum anderen aber auch weiß man, sie hat es selber in ihrer Schwangerschaft gemacht. Es ist also machbar mit auch einem Kugelbauch. Und sie hat sowohl Fitness als auch Pilates, als auch ein Programm, was bei mir zum Beispiel auch in der Playlist geblieben ist. Das geht so 10 Minuten, 15 Minuten, was für die Arme, so ein Arm-Workout quasi. Und mein Fitnessplan sah dann so aus, dass ich halt erst ein Fitnessprogramm von Elke gemacht habe. Dann habe ich das Armprogramm gemacht, dann habe ich das Pilates-Programm zur Entspannung gemacht, also jeden Tag was anderes. Dann habe ich wieder ein Fitnessprogramm gemacht, wieder das Armprogramm gemacht, wieder das Pilates-Programm gemacht. So sah das eigentlich bei mir aus. War halt unterschiedlich, wie gesagt, wenn ich nur das Armprogramm gemacht habe, es ging wie gesagt so 15 Minuten. Und das längste Workout, wenn man es so nennen kann, geht glaube ich 25 oder 30 Minuten. Ich verlinke euch die auf jeden Fall alle unten in der Infobox, die ich halt ausprobiert habe mehrmals und für gut empfunden habe. Dann hatten wir aber das Problem, dass ich ein Pilates-Programm von Elke gemacht habe. Oh, also eigentlich dachte ich, weil ich halt das andere Pilates-Programm gewöhnt war, dass es ein entspannendes Workout wird, war es aber dann doch nicht. Es kam sehr nah an ihre Fitness-Videos heran. Es war schon eher anstrengend als entspannend. Wahrscheinlich, also ich bin ja auch keine, ich habe vorher nie Pilates gemacht. Wahrscheinlich war ich einfach verwöhnt von diesem anderen Programm, was ich nur kannte. Jedenfalls habe ich das Programm von ihr gemacht und merkte schon so zwischendurch, das ist unangenehm, das tut doch ganz doll weh. Und habe aber das Programm zu Ende gemacht und habe mir so gedacht, naja, du schmeißt es dann aus der Playlist raus, gut ist. Hätte ich mal aufgehört, empfehle ich wirklich jedem, wenn es auch nur minimal ziepst, hört auf, macht diese Übung auf gar keinen Fall. Denn am nächsten Tag hatte ich dann den Ärger, meine Symphysenschmerzen waren zurück, stärker, als ich sie in dieser Schwangerschaft jemals hatte. Die Symphysenschmerzen, die ich vor ein paar Wochen hatte, von denen ich euch erzählt habe, hatte, das war ein Witz gegen das, was ich den nächsten Tag für Schmerzen hatte. Es war ganz komisch. Also ich habe auch nicht gedacht, dass die Symphysenschmerzen sind, weil meine Symphysenschmerzen vor ein paar Wochen, das sah ja so aus, dass es so ein stechender Schmerz ist, wie wenn man mit einer Nadel irgendwie zusticht. Und dieser Schmerz, also es war so ein Druckschmerz. Ich hatte das Gefühl, das Köpfchen vom Baby liegt direkt im Becken und es kommt jeden Augenblick raus. Das hat mir auch sehr, sehr viel Angst gemacht, weil Angst in Anführungsstrichen, weil ich ja nicht wirklich Ängste verspüre, aber ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ich konnte so gut wie nicht laufen. Wirklich jeder Schritt tat weh, war unangenehm. Ich habe diesen typischen Watschelgang angenommen, den man so die letzten Wochen vor der Geburt eigentlich einnimmt. Und es war mein letzter Arbeitstag vor Weihnachten jetzt. Und ich bin dann direkt, ich habe dann erst meine Hebamme angerufen. Die war aber gerade im Kaiser mit einer anderen Frau und konnte mir nicht so wirklich weiterhelfen. Sie hat auch gesagt, das kann man so, diese Fremddiagnose am Telefon ist dann auch schwierig. Und daraufhin habe ich dann meine Frauenärztin angerufen und die haben die Schwester dort gesagt, ich soll sofort kommen. Sie hängt mich am CTG und dann bin ich halt sofort hin. Also so schnell das für mich möglich war, weil selbst Autofahren tut mir jetzt auch weh. Einfach die Bewegung der Füße auf den Pedalen. Und jedenfalls bin ich dann dahin gefahren und wurde gleich ans CTG gehangen. Aber ich wusste, dass ich keine Wehen hatte und war auch auf dem CTG nichts. Und da bin ich dann halt zur Ärztin rein. Sie hat halt so ein paar Sachen abgefragt, aber dadurch, dass das CTG in Ordnung war, konnte es ja jetzt eigentlich nicht sein, was die Geburt eventuell eingeleitet hätte.
Und sie hat sich dann auch den Muttermund angesehen und auch der war in Ordnung. Also sie hat ihn wirklich ausführlichst untersucht, also erst mit den Händen, dann nochmal mit Ultraschall. Und der Muttermund ist wirklich geschlossen, da war alles in Ordnung. Und das war so meine größte Sorge, dass mein Muttermund einfach offen war. Und da ist mir schon mal ein Stein vom Herzen gefallen, weil wenn es meinem Baby gut ist, kann ich relativ viel ertragen, sage ich einfach mal so. Und da hat sie mir dann erklärt, wie das halt mit diesen Symphysenschmerzen kommt. Also ich habe es nicht so ganz verstanden. Ich habe ja sowieso von Natur aus ein schwaches Bindegewebe. Nur ist das Bindegewebe in der Schwangerschaft noch schwächer. Und durch diese Überanstrengung, also ausschlaggebender Punkt war auf jeden Fall dieses Sportprogramm, denke ich, aber halt auch im Vorfeld. Ich habe im Vorfeld einfach noch viel, viel, viel zu viel gemacht. Schon alleine, also ich trage Vincent jetzt nicht mehr so direkt, aber manchmal, man hebt ihn halt ins Auto oder man hebt ihn aus dem Auto raus oder irgendwie solche Sachen. Und das habe ich einfach noch zu viel gemacht, weil er wiegt jetzt auch seine 16 Kilo. Und ja, durch diese Überanstrengung ist mein Bindegewebe einfach jetzt total labberig. Und bei den Symphysen, da ist halt nichts mehr, was das irgendwie stabil hält. Und deswegen habe ich jetzt diese Symphysenschmerzen. Und wenn euch eure Frauenärztin schon so mitleidig anschaut, dann wisst ihr schon mal herzlichen Dank. Auf jeden Fall hat sie mich jetzt quasi von der Arbeit befreit, bis dann das Baby da ist. Also nicht mehr arbeiten. Ich soll mich schonen. Schont euch mal mit einem Zweijährigen. Das ist so gut wie unmöglich. Wirklich. Also wir haben ihm versucht zu erklären, nee, ja, nicht versucht. Also wir haben ihm halt erklärt, dass ich halt Aua am Bauch habe. Und Vince war gleich so, Mama, Krankenhaus? Ich so, nein, Mama muss nicht ins Krankenhaus, aber Mama muss sich ein bisschen schonen. Da ist er jetzt immer Mama krank und Mama Aua am Bauch. Also das erzählt er auch schon, das versteht er auch schon. Aber versteht nicht, was das für ihn bedeutet. Nämlich, dass ich mich nicht mehr so ohne weiteres unten auf den Fußboden mit ihm setzen kann und spielen kann. Dass ich ihn halt nicht mehr Huckepack tragen kann, solche Sachen einfach. Und ich verstehe auch, dass es ein Zweijähriger nicht verstehen kann, nicht nachvollziehen kann. Ich erkläre es ihm halt dann immer, immer wieder. Aber es ist manchmal doch schwierig, was für mich der schwierigste Punkt zum Beispiel ist. Frauenärztin hat mir dann erklärt, jeden Schritt, den sie gehen, umso mehr Schmerz ist. Und am nächsten Tag dann habe ich diesen Satz erst wirklich verstanden, weil ich bin von morgens aufgestanden und dachte, oh, es geht eigentlich. Es tut doch weh, aber es ist nicht mehr so schlimm wie den Tag zuvor. Und wirklich, so, wenn man so den Tagesverlauf gesehen hat, jeder Schritt, den ich weitergegangen bin, umso größer wurden wieder meine Schmerzen. Und das Ding ist ja, Vince muss ja auch mal raus. Also bei den Temperaturen gehen wir jetzt nicht mehr auf den Spielplatz oder so Sachen, aber wir gehen halt Fahrrad fahren. Also er fährt Fahrrad und ich laufe halt. Und ich kann den jetzt nicht bis zur Geburt nicht mehr draußen begleiten. Das funktioniert nicht. Manu ist so selten zu Hause, dass das ist einfach, das geht einfach nicht. Und deswegen musste ich jetzt meinen Tagesablauf sowohl nach Vince richten natürlich, aber jetzt auch danach richten, nach meinen Symphysenschmerzen irgendwie richten. Weil früh morgens ist es immer, habe ich immer ein gutes Level, sag ich mal. Das heißt, ich gehe jetzt vormittags mit ihm raus, wenn wir beide zu Hause sind. Jetzt ist er ja zum Beispiel noch 2 Tage im Kindergarten gewesen. Aber wenn wir jetzt zu Hause sind über die Weihnachtsfeiertage, gehe ich halt früh morgens mit ihm raus, weil es da bei mir noch geht. Zum späten Nachmittag hin kann ich dann so gut wie gar nicht mehr weitere Strecken laufen. Also mache ich das vormittags mit ihm, weil ich brauche das auch. Ich brauche so diese Bewegung an der frischen Luft. Und wir gehen immer bei uns hier so im Wohngebiet. Und ich habe mich beim ersten Mal, nachdem meine Symphysenschmerzen wieder so stark eingesetzt haben, extrem verschätzt. Also ich wollte weitergehen, als ich es geschafft hätte. Wir sind dann nicht mal auf der Hälfte der Strecke mit ihm wieder umgedreht. Ich wäre sonst einfach nicht angekommen. Also ja, ich muss das jetzt so für mich einfach ausloten und trotzdem will ich aber mit ihm rausgehen. Ja, jedenfalls soll ich mich schonen, hat die Frauenärztin gesagt. Und ich kann Paracetamol nehmen, wenn die Schmerzen zu stark werden, was ich aber nicht machen möchte. Also ich hab das Glück, dass ich ein Mensch bin, mein Schmerzlevel liegt sehr, sehr hoch. Also ehe ich irgendwo rankomme, wo ich sage, ich halte es nicht mehr aus. Das dauert schon sehr, 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 sehr lange an. Dieses Niveau bin ich nicht mal bei Vince Geburt gekommen, dass ich gesagt habe, ich halte es nicht mehr aus, ich möchte irgendwas gegen die Schmerzen haben. Da habe ich halt einfach Glück. Und deswegen werde ich gegen diese Symphysenschmerzen garantiert kein Paracetamol oder irgendwas anderes nehmen.
Und dann hat sie mir diesen Bauchgurt verschrieben. Ich habe schon viel über diesen Bauchgurt natürlich gelesen und die Meinungen sind so zwiegespalten. Einige Frauen sagen, es hat ihnen geholfen. Einige Frauen sagen aber auch, es hat halt gar nichts geholfen. Das Ding ist, diesen Bauchgurt muss man selber bezahlen. Und ich hatte jetzt nur mal so im Internet geschaut und da ist er so, liegt er so bei 50, 60 Euro ungefähr. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt so weit, dass ich sage, ich werde mir so einen Bauchgurt besorgen und werde es ausprobieren. Weil der stützt halt quasi den Bauch auch so ein bisschen, weil ich halt auch, sie sagt halt auch durch den großen Bauch, das stützt halt so ein bisschen den Bauch. Und ja, entweder es funktioniert halt oder es funktioniert nicht. Aber ich wäre schön blöd, wenn ich es wenigstens nicht mal ausprobieren würde. Wenn es mir dadurch den Alltag erleichtert, wäre das ja sehr, 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 sehr schön. Und dann war ich halt so an dem Punkt und habe überlegt, und die Frauenärztin sagte, also es ist jetzt nicht, manche fragen sich jetzt vielleicht, ob das nur temporär ist. Das wird mich jetzt begleiten bis zur Geburt. Die Frage ist halt jetzt, ob es dieses Schmerzlevel behält oder ob es schlimmer wird, das weiß ich nicht, weil der Bauch ja eigentlich auch immer größer wird. Darüber werde ich euch auf jeden Fall so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Was wollte ich gerade sagen? Achso, genau. Und dann war ich halt an einem Punkt und ich musste jetzt überlegen, wie machst du das mit dem Sport? Also Manu hat gesagt, du machst jetzt gar keinen Sport mehr. Und das kann ich aber irgendwie nicht so ganz mit mir vereinbaren. Gerade dieses Pilates-Programm, was so entspannt für mich ist, das will ich auf jeden Fall weitermachen. Weil ich das so ein bisschen auch für mich brauche. Ich möchte auch das Arm-Workout weitermachen von Elke, weil das, die Übungen sind da großteils im Sitzen. Also ich werde keine Übungen mehr im Stehen machen. Ich werde keine Übungen mehr für die Beine machen. Ich werde jetzt halt doch noch viel, viel mehr auf meinen Körper. Und ich glaube nicht, dass ich die Fitness-Workouts von Elke noch machen werde. Ich glaube, ich werde bei dem Arm-Workout bleiben und bei dem entspannenden Pilates-Workout, dass ich so ein bisschen was wenigstens mache. Und wer weiß, vielleicht geht es mir dann doch irgendwann wieder ein bisschen besser und ich kann wieder was machen. Aber ich möchte nicht mehr zu diesem Punkt zurückkommen, wenn man weiß, man ist selber schuld, dass man jetzt solche Schmerzen hat, ist es schon echt doof. Also ich hätte halt einfach bei dem Programm den Tag zuvor abbrechen sollen und dann wären vielleicht die Symphysenschmerzen doch irgendwann wieder gekommen, aber vielleicht auch nicht so extrem stark. Das war also meine letzte Woche. Ich verlinke euch auf jeden Fall alle Workouts, die mir gefallen haben, unten in der Infobox. Schreibt euch da noch ein bisschen was dazu, dass ihr das auch zuordnen könnt, welches Pilates-Workout ich gerne mache, welches das Arm-Workout ist und so. Das schreibe ich euch alles unten in die Infobox, da könnt ihr euch das nochmal genau ansehen. Und jetzt zeige ich euch nochmal meinen Babybauch. Ja, so sieht es im Moment aus. Also ihr seht, der hängt wirklich sehr, 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 sehr tief. Hier, das hängt wirklich, so sieht man es besser mit dem Blau. Der hängt wirklich sehr, 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 sehr tief, auch sehr, sehr so nach vorn geneigt. Also Vince hatte ich wirklich hier oben den Bauch und Vince lag auch ganz viel hier oben. Wie gesagt, mein Kind jetzt, das liegt eher viel hier unten, das merkt man ja auch an den Tritten und der Bauch ist wirklich so auch nach vorn gerichtet. Also ich habe hier wenig Bauch, dafür halt hier unten und es hängt halt alles hier so runter. Deswegen trage ich am liebsten eigentlich natürlich diese Umstandshosen. Ich habe jetzt nur eine ganz normale Jogginghose an. Diese Umstandshosen, weil das halt das Ganze noch ein bisschen nach oben und eine schönere Form gibt. Aber mittlerweile bei den Umstandshosen schneidet das schon extremst ein, weil der Bauch so groß ist. Und ist auch wieder irgendwie unangenehm. Das war also mein Update zur 26. Schwangerschaftswoche. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Vielleicht habt ihr auch Ratschläge zu Sport, zu Füßenschmerzen, habt noch irgendwelche Fragen. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!